Wir sind auf jeden Fall happy in der neuen Stadt mit der neuen Wohnung. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist schon so lange her, als ich das letzte Mal gevloggt habe. Die Vlogs, die ihr davor gesehen habt, die waren ja schon ein bisschen älter. Alle, die uns schon länger verfolgen und unsere Videos regelmäßig gucken, die wissen, dass wir lange, lange nicht aktiv auf YouTube waren. Wieso, weshalb, warum, das erzähle ich euch in einem Video, das ich euch gleich in der Infobox direkt verlinken werde. Heute nehme ich euch so ein bisschen durch meinen Tag mit. Ich habe nämlich Geburtstag. Und habe auf Instagram auch schon angekündigt, dass ich vielleicht vloggen werde. Und ihr habt mir zugestimmt und habt gemeint, mach das, vlog unbedingt an deinem Geburtstag, ist auch eine schöne Erinnerung für dich. Und damit habt ihr recht. Ihr wolltet außerdem meine Geschenke sehen, die zeige ich euch jetzt auch. Heute morgens wurde ich schon von Vladi und den Kindern überrascht. Und zwar haben die mich auch schlafen lassen und im Wohnzimmer alles ein bisschen dekoriert, die Geschenke vorbereitet. Und ich habe mich riesig gefreut. Ich kann euch das gerne kurz einblenden. War auf jeden Fall richtig süß. Nein! Damit habe ich es nicht gerechnet. Dankeschön. Ja, damit haben die mich auf jeden Fall überrascht. Und ich habe mich so erschrocken, als David mit diesem Ding ankam, was geknallt hat. Aber ich war sehr, 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 sehr glücklich und ja, einfach überwältigt, dass die das für mich gemacht haben und die Geschenke kann ich euch gerne zeigen. So richtig groß würde ich mal sagen, mit der ganzen Verwandtschaft werden wir später feiern. Und heute morgens haben wir halt zu fünf bisschen gefeiert, zusammen gefrühstückt, es gab Pfannkuchen und so. Und auf Instagram habe ich euch die ganze Zeit mitgenommen. Alle, die mir auf Instagram folgen, wissen, was wir so gemacht haben. Folgt uns da gerne, wenn ihr wollt, weil da bekommt ihr viel mehr Einblick in unser Leben, als, sage ich mal, hier auf YouTube. Jetzt wurden die Kinder abgeholt und an die Omas und Opas verteilt. Und wir werden mit Vladi uns gleich fertig machen und gemeinsam irgendwo in Essen fahren. Ehrlich gesagt, wissen wir noch gar nicht, wohin. Vielleicht fahren wir nach Düsseldorf oder nach Köln. In Düsseldorf waren wir ja auch schon vor gar nicht mal so langer Zeit. Ich weiß es noch nicht. Wir lassen uns überraschen. Wir nehmen euch auf jeden Fall ein bisschen mit. Und jetzt zeige ich euch die Geschenke, die Vladi und die Kinder mir geschenkt haben. So, das sind die Geschenke. Also ganz viele Karten von den Kindern und Vladi. Und das hat Giulietta gemalt. Auch richtig süß. Und das Bildchen haben die alle zusammen gebastelt. Zu fünft. Dankeschön, Schatzi. Schatzi Pussi ist auch da, chillt noch sein Leben ab, weil die Kinder ja jetzt weg sind, jetzt kann man chillen, ne? Sonst ja, ein bisschen schon, ne? Ein bisschen schon. Hier habe ich auch einen Liegestuhl bekommen für mein Handy, auch richtig süß. Ich zeige euch mal, das ist zwar nicht mein Handy, aber ich tue das mal hier rein. So sieht das aus. Auf jeden Fall richtig, richtig süß und eine richtig schöne Uhr von Vladi. Dankeschön, Baby. Die habe ich mir echt lange gewünscht und das ist so eine verspiegelte Uhr. Ich zeige die euch mal im Licht besser. So, Vladi hilft mir, euch kurz zu zeigen. Also da sind eingravierte Herzchen und unsere Anfangsbuchstaben. Genau. Und die verspiegelte Uhr. Auf jeden Fall richtig schön. Ich finde die Uhr wirklich richtig schön und die habe ich mir gewünscht und ich kann euch die auch verlinken, falls ihr die Uhr nachkaufen wollt. Das war auf jeden Fall mein Geschenk. Ich kann euch ja ganz kurz unser Wohnzimmer zeigen. Das ist eigentlich eine Wohnküche und es ist noch nicht alles fertig. Wie man sieht, fehlen da noch schöne Leuchten. Wir sind auf der Suche, haben noch nichts Passendes gefunden. Den Tisch werden wir später auch ersetzen und unsere TV-Möbel. Aber ich zeige euch mal, wie es im Moment aussieht, weil wir sind noch nicht ganz fertig. Genau, ich zeige euch mal, führe euch mal durch unser Wohnzimmer. Vieles ist noch provisorisch, aber ja. Wir sind soweit happy. Das ist Davids Weihnachtsgeschenk gewesen. Das Sofa ist neu und ich liebe dieses Sofa. Das ist so ein Samtstoff und fühlt sich super an. Das Sofa haben wir von Home24. Ja, hier ist unsere Küche. Die haben wir bei Wasserfuhr gekauft. Haben wir euch ja schon mitgenommen in den älteren Videos. Kann ich euch ja auch vielleicht verlinken, wenn ich daran denke.
Das ist Louis Küche. Hier sind die Bücher aus der Stadtbücherei. Die stehen extra immer bei uns, damit wir die später nicht verlieren und abgeben können. Ja, diese Küche war auch Louis Weihnachtsgeschenk. Sieht auf jeden Fall auch niedlich aus. Und er wollte das auch unbedingt, dass die Küche bei uns in der Küche steht. Deswegen, ja, steht die hier. Wir sind auf jeden Fall happy in der neuen Stadt mit der neuen Wohnung. Vielleicht kommt auch irgendwann mal eine Roomtour, wenn alles fertig ist. Schauen wir mal. Aber im Moment schaut das halt so aus. Und ich zeige euch noch kurz meine Schminkecke. Das könnte die Mädels interessieren unter uns. Und zwar haben wir diesen Schminktisch von Amazon. Leider gibt es den irgendwie die ganze Zeit nicht, weil ich auch schon auf Instagram euch ein paar Bilder von dem Schminktisch gezeigt habe. Und viele, wirklich viele Mädels fragen mich nach diesem Schminktisch, weil der auch nicht so teuer war. Also der Tisch und dieser Hocker, das hat alles zusammen 150 Euro gekostet, das ist gar nichts, das ist wirklich nicht teuer, aber irgendwie gibt es den nicht mehr. Also falls ich diesen Tisch noch irgendwo entdecke, dann werde ich euch den verlinken. Ihr könnt ja gerne jetzt in die Infobox reinschauen, weil wenn ich den finde, werde ich den euch verlinken. Oder eine Alternative, so einen ähnlichen vielleicht, aber der Preis ist einfach unschlagbar und ich habe keine Ahnung, warum es den Tisch nicht mehr gibt. Total schade. Ja, hier stehen meine Parfüms und Schminkpinsel und so. Und hier ist meine ganze Schminke so ein bisschen ja, sortiert, habe ich da. Mal gucken, ob das so bleibt oder keine Ahnung. Und hier ist die Schublade, die man eigentlich keinem zeigen darf. Hier ist alles durcheinander. Aber ich habe hier einfach Sachen reingetan und muss die auf jeden Fall sortieren. Hier liegt auch mein ganzer Schmuck. Oder ein Teil von meinem Schmuck, aber es ist alles auf jeden Fall durcheinander. Muss ich mir noch überlegen, wie ich das sortiere. Und so sehe ich übrigens aus, wenn ich meine Haare nicht geföhnt habe. Kaum zu glauben, aber es ist wahr. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt ja, schön anziehen, meine Haare machen. Geschminkt bin ich ja schon und dann sehen wir uns gleich. Weil das geht gar nicht. Ich bin jetzt fertig, so sieht mein Outfit aus. Draußen scheint zwar extrem stark die Sonne, aber ich glaube, es ist trotzdem noch kalt. Wir haben Februar und deswegen gehe ich davon aus, dass es ein bisschen kälter sein wird. Vielleicht gehen wir ein bisschen spazieren und ja, so sieht mein Outfit aus. Und genau, ich habe nur einen Hausschuh an. Ich glaube, der zweite ist unter dem Bett oder so, habe ich verloren. Den Pulli, falls es euch interessiert, habe ich von H&M, aber den habe ich auch schon ein bisschen länger. Und die Lederhose ist... Na gut, das ist jetzt kein richtiges Leder, das ist eine Kunstlederhose und die habe ich von Mr. Lady. Und so sieht übrigens mein Make-up aus. Ich habe auch ein kleines Video auf Instagram abgedreht und gepostet und ich glaube, das Video ist bei euch gut angekommen. Werde ich auf jeden Fall öfters machen und ich merke, dass mir Ohrringe fehlen. Ich brauche auf jeden Fall noch Ohrringe. Und dann können wir los. Ja, und so suche ich mir immer Ohrringe raus. Das geht auf jeden Fall gar nicht. Ich hatte früher so eine Aufbewahrung für Ohrringe gehabt, aber irgendwann mal wurden es so viele. Hier habe ich mir schon was an die Seite gelegt. Ich ziehe diese Kette an, die ist von Maipunkt und die Ohrringe sind von H&M. Also ich liebe Silber, aber in der letzten Zeit gefällt mir Roségold auch richtig gut. Ich glaube, ich werde mir auch Schmuck in Roségold kaufen. Habe ich bis jetzt gar nichts. Nur diese Uhr, die ich heute bekommen habe, sonst nichts. Unterwegs. Es hat doch alles ein bisschen länger gedauert, weil meine Freundin mich angerufen hat und die Mädels unter uns kennen das. Wenn die Freundin anruft, dann dauert sowas immer total lange. Man plappert und erzählt und erzählt und erzählt und der Mann hört zu und zu. Ne? Schatzi, hat auf jeden Fall ein bisschen gedauert. Jetzt sind wir aber losgefahren und wir haben jetzt 18.17 Uhr. Ich denke, wir werden eine Runde spazieren und dann gehen wir essen. Und jetzt habe ich schon so langsam Hunger. Und wir gehen, Schatz, wohin gehen wir? Zum Griechen. Zum Griechen, ne? Lecker. Wir sind
einer Bar und haben uns entschieden, erstmal einen Cocktail zu trinken. Und zwar Sol Chocolada nehmen wir beide, ne Schatz? Ja. Ja, und dann gehen wir essen. Und zwar hier gegenüber ist das Restaurant. Da gehen wir gleich hin. Da werden wir essen. Und solange trinken wir hier was. Weil es wird leider eine Stunde dauern, bis wir da dran kommen. Deswegen ja, wollten wir die Zeit überbrücken. Wieder zu Hause und es war ein sehr schöner Abend. Das Essen war super lecker. Wir haben schöne Gespräche mit Schatzi geführt, ne? Und ja. Ja, der Tag ist jetzt vorbei. Und bevor ich mich abschminke, dachte ich mir, verabschiede ich mich von euch. Vladi hat für mich schon einen Tee gemacht. Dankeschön übrigens, Schatzi. Und ihr kennt mich, ich liebe es, Tee zu trinken. Zumindest die, die mir auf Instagram folgen, wissen das. Heute wird nicht mehr viel passieren, deswegen würde ich sagen, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Bye, bye.